Sieht es aus wie im Prenzlauer Berg von Berlin in den wilden 90ern. Nad Odrze, das Szeneviertel von Breslau. Besonders abends sind hier die Hipster unterwegs, die Künstler und die, die das noch werden wollen. Ihre Stadt ist jetzt Kulturhauptstadt Europas und ja, darauf ist man hier stolz. Das hier ist das Brooklyn von Breslau, ein Viertel mit riesigem Potenzial. Hier herrscht eine Atmosphäre, die die Kreativen magisch anzieht. Ich hoffe, dass Breslau durch die Kulturhauptstadt bekannter wird. Bisher finden bei uns eher lokale Events statt, gerade hier im Viertel, alternativ, ohne viel Werbung. Auch Eva Svaric ist in Nad Odrze unterwegs. Die Künstlerin lebt hier, arbeitet und stellt hier aus. Sie gehört zu jener Generation, die in Europa angekommen ist und jetzt die Spannung spürt, die seit dem Machtwechsel in Polen auch Breslau erreicht hat. Ich denke, die Kulturhauptstadt kann uns noch europäischer machen. Dazu sind solche Veranstaltungen ja da, dass man sich mit anderen ergänzt und austauscht. Breslau, Wrocław auf Polnisch, eine Kulturhauptstadt, erzählt Europas jüngste Geschichte. Bis 1945 war sie deutsch, bis die Deutschen von hier fort mussten als Preis für einen Krieg, den sie begonnen hatten. Die neuen Breslauer kamen aus dem Osten, den Polen an die Sowjetunion abgeben musste. Breslau ist eine Stadt, für die Identität vielleicht kein Zustand ist, sondern eher ein Weg. Wenn ich es so erzähle, dann wollte ich zeigen, dass Breslau, also in der letzten Zeit, eine Stadt ist, die von der Zerstörung, Vertreibung zu der Freiheit ging. Europa heutzutage, es ist eine offene polnische, europäische Stadt. Zbigniew Maczków gestaltet diese Stadt mit. Als Architekt hat er das alte deutsche Kaufhaus Wertheim umgebaut zu einer polnischen Shopping Mall. Von oben blickt er auf seine Stadt, die das Versprechen auf ihre Zukunft zelebriert. Unsere Geschichte zeigt doch, dass Europa immer wieder Chancen hat, die direkt vor uns liegen. Breslau zeigt, dass eine wechselvolle Geschichte sich zum Guten wenden kann. Breslau, eine Stadt mit Ambition und Optimismus. Während Polens Regierung in diesen Tagen auf Konfrontationskurs mit Europa geht, setzt Breslau als Kulturhauptstadt ein klares, ein sehr wichtiges Zeichen.